Hallo und herzlich willkommen bei diesem kleinen Tutorial, in dem ich dir zeige, wie du den Tremulous Client unter Linux, speziell unter Kubuntu 2004 installierst. Und ich mache das so quasi zum ersten Mal jetzt und mal schauen, wie das Ganze funktioniert. So, Tremulous ist eine Software, steht ja auch hier, mit der du online musizieren, mit deiner Band üben und mit deinen Freunden oder irgendjemandem, den du zufällig online findest, jammen kannst. Das heißt, es ist eine Server-Client-Software, man muss eine Software auf einem Server installieren. Meistens macht man das auf einem Internet, auf einem Server im Internet. Oder wenn man richtig viel Bandbreite hat, kann man das auch von zu Hause aus machen. Und je nachdem, wie viele Leute daran teilnehmen, muss natürlich die Leitung entsprechend dick sein. Aber mir geht es jetzt hier in diesem Tutorial nicht über den Server, sondern über den Client. Und ich möchte den Client auf meinem Kubuntu 2004 LTS installieren und möchte dir das anhand von der Beschreibung auf der Webseite hier zeigen. Allerdings werde ich davon leicht abweichen. Nämlich gleich hier von Anfang an, wenn der Tremulous Source Code runtergeladen werden soll, soll hier ein Archiv runtergeladen werden, also quasi wie so eine ZIP-Datei. Und ich will das aber anders machen. Ich möchte das mit Git machen, weil ich Git wesentlich eleganter finde. Und wenn ich jetzt gerade die Software installiere und da ist jetzt ein Bug und der wird jetzt morgen gefixt und da muss ich das wieder runterladen. Ich meine, im Prinzip keine große Sache, aber ich finde Git einfach wesentlich eleganter. So, weil wir Git benutzen, brauche ich erstmal Git. Und da sollte ich sicherstellen, dass es von meinem System installiert ist. Und dazu öffne ich hier so eine Konsole und gebe dann ein sudo apt-install git. Und normalerweise muss ich das Passwort eingeben, das hatte ich vorhin schon mal eingegeben, deshalb wusste der das. Bei mir ist Git schon installiert, ist ja auch klar, ich benutze das ganz gerne. Und deshalb sagt er, ist schon auf dem neuesten Stand. Bei euch, wenn ihr das noch nicht installiert habt, wird dann die Abfrage kommen, willst du wirklich installieren, folgende Pakete werden installiert und. Genau lesen, was da steht, und wenn da jetzt nichts Auffälliges steht, einfach installieren. Wahrscheinlich mit J oder Y, je nach Sprache, dann installieren. So, da wir jetzt Git installiert haben, müssen wir natürlich mit Git jetzt quasi diesen Schritt, den Tremulous Source Code runterladen, mit Git machen und nicht mit wget. Und dazu müssen wir auf die Git-Seite von Tremulous, also auf die Softwareentwicklungsseite, und da klickt man einfach hier rauf. Die Links packe ich dann noch in die Beschreibung, dass ihr auch direkt auf diese Seiten kommen könnt. Und dann seid ihr hier bei Code und hier steht dann Go to File Code, dann klickt man hier das auf und dann steht hier Clone über HTTPS. Klickt hier auf einmal auf diesen Kopier-Button quasi. Und ich habe jetzt so ein Verzeichnis, wo ich zum Beispiel Programme drin habe, die ich immer mal wieder benutze. Und da lege ich jetzt ein Verzeichnis an mit mkdir, Tremulous. Und man weiß ja, unter Linux Groß-Kleinschreibung immer wichtig. Und weil es schön aussieht, schreibe ich, fängt der Name Tremulous oder Tremulous mit großem J an. So, und jetzt gebe ich einfach hier einen Git-Clone. Und ich habe mir ja hier von diesem Code den HTTPS URL, die HTTPS-URL kopiert und füge die hier einfach ein. Also ich nehme immer die Tastenkombination STRG, SHIFT und V. Aber man kann natürlich auch in der Konsole hingehen und sagen, Rechtsklick, einfügen und dann hat man das. So, jetzt Enter. Und jetzt geht auf das Repository da, Software-Repository, guckt, was ist da, was liegt bei mir lokal, was liegt dort, gleicht das Ganze ab, da bei mir lokal gar nichts lag. Kopiert dann natürlich alles runter. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was hier so rumliegt, hat er ein weiteres Verzeichnis erstellt. Ich hätte jetzt auch direkt in dieses Verzeichnis das reinbringen können, aber ich bin bei solchen Sachen immer so, ich mache so ein Hauptverzeichnis
falls ich dann irgendwelche zusätzlichen Sachen, es könnte ja sein, dass noch irgendwelche Plugins gibt oder irgendwelche Zusatzgeschichten, die ich mit Jamulus zusammen benutze, dann habe ich hier schon mal dieses Gesamtverzeichnis. Mit dem Jamulus habe ich dann quasi das Unterverzeichnis für den ganzen Quellcode. Also ich kann mir jetzt den Quellcode hier angucken. Wenn ich mal schöne Ansicht hier für Android, für Linux, für Windows, wahrscheinlich irgendwo noch für Mac da. Für Mac. Und könnte jetzt quasi da auch selber dran rumprogrammieren, wenn ich das könnte. Kann ich aber nicht. So, das heißt, wir haben jetzt diesen Schritt, den Jamulus Source Code herunterladen, quasi gemacht. Die Befehle, die ich hier gerade benutzt habe, die Installation von dem Git und das Git Clone. Das hier, das packe ich auch nochmal in die Beschreibung. Dann habt ihr das. Oder ich schreibe dann nochmal so einen kleinen Blogartikel und verlinke den Blogartikel dazu. Das ist dann vielleicht dann sogar noch einfacher oder beides. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Da wir ja quasi einen Quellcode übersetzen müssen, müssen wir schauen, dass wir auch alle Abhängigkeiten, die für so ein Kompilieren notwendig sind, auch auf unserem Rechner haben. So, und ich bin schon im richtigen Verzeichnis, das ist jetzt relativ egal. Ich habe mir jetzt einfach diese Zeile hier kopiert, was die hier vorschlagen für Ubuntu. Drunter steht für Fedora, immer aufpassen, was ihr da kopiert. Und füge das jetzt hier mal ein. Und hier sehe ich sudo apt-get install build essential qt5, das ist das Windows-Framework, Q-Declaratives, Qt5 Defaults, Qt-Tools, LibCheck für den Check-Audio-Server und mal gucken, was ich davon schon alles installiert habe. Noch nicht alles und er sagt mir jetzt, die folgenden Pakete werden zusätzlich installiert. Nämlich die hier und dann schlägt er mir noch weitere Pakete vor, die ich installieren will. Und dann sagt er mir zusammenfassend, die folgenden neuen Pakete werden installiert. Und das sind dann diese ganzen Pakete hier. Und drunter noch so die Zusammenfassung. 0 aktualisiert, 22 neu installiert, 0 zu entfernen und so weiter. 15 MB an Archiven runtergeladen. Nach dieser Operation sind 83,9 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr noch so viel Plattenplatz habt, dann drückt jetzt auf den Ja-Button und Enter. So. Nun lädt er das Ganze runter. Ich hoffe, das geht schnell. Das scheint relativ schnell zu gehen. Und das hätten wir installiert. So, der Schritt wäre jetzt auch erledigt. Nun sagte Q-Checker, empfohlen aber nicht zwingend. Den Check-Audio-Server solltest du auch schon installiert haben. Für den Check-Audio-Server, wenn du solche Musiksachen machst, dann kennst du den Check-Audio-Server vermutlich schon. Falls nicht, das schreibe ich dann am besten nochmal in den Blogartikel rein. Gibt es zwei große Audio-Distributionen oder Software-Repositories. Das eine ist Ubuntu Studio, das ist auch eine komplette Distribution, die man sich installieren kann. Da ist auch eine ganze Menge bei und auch eben gleich der Check-Audio-Server. Ich persönlich nutze unter Kubuntu 2004 das KX Studio-Repository und da habe ich natürlich den Check-Audio-Server auch schon installiert. Das mal nur nebenbei, müsst ihr euch jetzt nicht merken. Nur wenn ihr gar keinen Check installiert habt, Check braucht ihr hierfür, dann solltet ihr euch mit den anderen Repositories noch beschäftigen. Wie gesagt, schreibe ich nochmal in den Blogartikel rein und dann guckt ihr da einfach nach. Die Installationen und so weiter sind relativ einfach. So, das heißt, am besten machen wir jetzt ein sudo apt-get install qchecker. Es gibt so mehrere. Nein, das war jetzt noch das Falsche. Löschen wir das hier weg. Aber vielleicht hier mal so ein bisschen Bildschirm sauber. So, dann kopieren wir das nochmal. Machen wir es halt ordentlich hier mit
so sieht das besser aus. Und dann sagt er, QCheckCTL, QCheckControl ist schon installiert. So, das Q kommt übrigens von Qt, von diesem Qt5, was wir hier vorhin hatten. Das ist auch das gleiche Framework, sagen wir es mal so. Da steht jetzt noch der Hinweis mit dem Low Latency Kernel, den man unter Ubuntu benutzen kann. Kann man machen. Ich würde es erstmal mit dem normalen Kernel versuchen und wenn es damit Probleme gibt und man weiter optimieren muss, dann würde ich versuchen mit einem Low Latency Kernel zu arbeiten. Aber ich sage immer, da wo kein Problem ist, soll man auch kein Problem lösen. So, jetzt sagt er, kompiliere Jamulus, Jamulus. So, hier sind jetzt die Verzeichnisse ein bisschen anders, weil dieses Verzeichnis hat er entpackt quasi aus dem Paket, was er runtergeladen hat. Wir haben aber einen Git-Clone gemacht. Wir sind hier in dem Jamulus-Verzeichnis drin und müssten jetzt, glaube ich, in das Linux-Verzeichnis rein. So, jetzt wird's interessant. Nee, in das Source-Verzeichnis vermutlich. Ja, muss ich erstmal suchen, wo ich rein muss. QMake Jamulus Pro. Normalerweise, wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir hier irgendwo, aber da ist Jamulus Pro. Nee, dann müssen wir hier wieder raus. Entschuldigung. Sind hier nochmal im Hauptverzeichnis, das ist das Jamulus Pro. Und ich mache jetzt hier dieses QMake Jamulus Pro. Und jetzt gucken wir mal, wie lange der braucht. Okay. Und Check Audio Interface enabled. Dann machen wir ein Make Clean. Das heißt, er räumt hier wieder auf. Okay, viel gecleant. Und jetzt ist die Musik aus. Warum auch immer. Und jetzt mache ich ein Make. Und jetzt fängt er an zu maken und ich starte die Musik wieder. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie lange das dauert. Das kann sehr lange dauern. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich drücke hier mal auf Pause und wenn der hier durchkompiliert ist, kann ich ja ungefähr sagen, wie lange das gedauert hat. Dann machen wir an der Stelle weiter. Bis gleich. So und willkommen zurück. Dieses Kompilieren hat jetzt circa, runden wir mal auf, 3 Minuten gedauert. Okay. Und jetzt machen wir ein sudo make install. Also make hat jetzt das Programm kompiliert, das ausführbare Programm. Und mit dem sudo make install installiere ich das Programm jetzt quasi in meinem System systemweit. So, und was hatte ich hier gemacht? Yeah. usr lib qt5 bin qmake install bla user local bin jamulus. Und so weiter und so fort. Desktop hat er mir irgendwas angelegt. Das ist jetzt wahrscheinlich in meinem Startmenü. Gibt es ein Jamulus-Icon? Muss ich gerade mal gucken. Vermutlich unter Multimedia. Ja, aber das ist irgendwie, das Icon ist noch nicht wirklich angekommen. Aber egal, auf jeden Fall gibt es da jetzt einen Startknopf quasi. Und jetzt müsste ich Check einrichten. Und Check starten. Jetzt kann natürlich sein, ich nehme mal den QChecker, QCheckCTL, dass mir das Tutorial mal ganz kurz der Sound wegbricht. Wäre möglich, scheint aber nicht der Fall zu sein. So, ich habe jetzt das QCheckCTL am Start und Check läuft. Q
Konfiguriere Check mit Q-Check CTL. Öffne die Kommandozeile. Warte, bis Connection öffnet. Konfiguriere das Audio-Interface. Das habe ich hier über Einstellungen. Habe ich hier meine interne Karte konfiguriert. Genau, und hier habe ich noch weitere Konfigurationen. Treiber ALSA. Genau. Frames per Period ist 512. Das kann man auch noch runter. Frames per Period bei 128. Dann Frames auf Frames Period anstelle erstmal 128. Periods Buffer zunächst auf 2. Genau. So. Und dann Tremulous starten. So, jetzt habe ich den Q-Checker natürlich hier über die Konsole gestartet und er sagt, ich muss jetzt eh neu starten. Das heißt, ich beende den hier mal und starte den einfach mal hier so raus. Dann habe ich nämlich hier die Konsole wieder frei. Und jetzt soll ich Tremulous starten. Theoretisch müsste das einfach so gehen. Das sieht gut aus. Und das Programm startet schon mal. Und ich lasse die Kommandozeile im Hintergrund so ein bisschen auf, weil wenn normalerweise, wenn es irgendwelche Fehler gibt, dann sieht man die hier als allererstes. So, und jetzt könnte ich vermutlich verbinden. Ach, hier gibt es öffentliche Server. Okay. Nicht schlecht. Das scheint ja schon mal gut zu funktionieren. Also ist jetzt auch mein allererster Start hier rein. Mein Profil, Chat-Einstellungen, keine Kanalsortierung. Was ich natürlich dann auch nachher haben will, weil wir haben so einen Tremulous Server selber installiert. Will ich den ja natürlich hier irgendwo dann relativ einfach einbinden, wenn ich hier auf Verbinden klicke. Zeige alle Musiker. Das sind eine ganze Menge. Und hier kann ich wahrscheinlich direkt eine Serveradresse eingeben. Und vielleicht kann ich hier irgendwo noch sagen, ich will... Na gut, ich kann ja einen Filter eingeben und dann ach, schön. Also es sieht schon mal gut aus, funktioniert wohl irgendwie ganz gut. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht in so eine Session rein. Aber ja, also das Kompilieren des Clients hat soweit geklappt und es scheint auch zu funktionieren. So, und jetzt muss man das Ganze nur noch mit dem Server verbinden und vielleicht mache ich dann nochmal so ein kleines Tutorial, wie man das dann macht, wenn ich es dann auch wirklich ausprobiert habe, weil wie gesagt, das war jetzt so mein erster Kontakt damit, das erste Ausprobieren, Kompilieren und so weiter. Ja, ich hoffe... ihr konntet es mitnehmen, könnt es auch nachvollziehen und den Tremulous Client für euch konfigurieren. Vielleicht noch eine kleine Sache, wenn ich den jetzt hier beende. Und zwar haben wir hier ja den Tremulous Client per Git Clone runtergeladen und haben hier dieses Verzeichnis. Wenn ich das jetzt updaten will, brauche ich zum Beispiel einfach nur sagen Git Pull normalerweise. Also zieh mir was. Und dann guckt danach und jetzt im Moment, weil ich das ja gerade vorhin gemacht habe, sagt er bereits alles aktuell, alles wunderbar. Das heißt, wenn ich hier das Programm wieder aktualisieren will nach einem Tag, nach 3 Jahren, dann gehe ich einfach wieder hier auf die Seite, gucke mir das an, aha,
So muss ich das dann machen und statt dieses Runterladen schreibe ich dann einfach das Git Pull hin, dann aktualisiert mir das komplette Verzeichnis und dann brauche ich auch nicht mehr hier die Abhängigkeiten zu installieren, auch kein Qcheck-CTL mehr installieren, weil das habe ich ja alles installiert, sondern ich gehe dann gleich hier auf Kompiliere Jamulus. Da bin ich ja hier schon im Verzeichnis drin, in diesem Jamulus. Und gehe dann einfach hier nochmal diesen Viersprung durch. Und dann habe ich die neueste Version der Software selber kompiliert. Für mein System angepasst. Also, ja. Okay, das war's. Ich hoffe, es bringt euch in die Lage, Jamulus zu installieren. Installiert euch Server, nehmt irgendwo anders teil. Guckt euch Jamulus einfach mal an. Es gibt auch, wenn ich mal hier lügen darf, und irgendwo stand noch hier mit eine schöne Übersichtsseite, wie das Ganze, genau, wenn ich jetzt hier auf jetzt starten gehe, nee, das war das nicht. Es gibt so Veranstaltungen noch, die heißen World Jam oder World Jamulus auf YouTube, glaube ich. Da treffen sich regelmäßig Leute und dann gibt es halt Live-Konzerte. Ich glaube, das letzte, was ich irgendwie entdeckt habe, war irgendwie 3-4 Stunden lang, wo dann verschiedene Leute zusammen spielen, singen. Interessante Sache, und vielleicht ist es ja was für dich, für euch, damit ihr, auch wenn ihr sehr weit auseinander wohnt, zusammen spielen könnt, oder wenn ihr auch relativ nah zusammen wohnt, aber euch nicht treffen könnt, wie zum Beispiel gerade zur Zeit, dann ist es bestimmt eine Idee, das so zu machen. Okay, das war's. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.